Hallo und herzlich willkommen zu City Bus Managers aus der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Ja, in der letzten Folge haben wir schon mal den Fahrweg der Linie 5 hinzugefügt, vom Hauptbahnhof aus runter bis nach Niendorf. Später wird sie ja dann noch weitergeführt bis nach Burgwedel, bis dorthin, wo ja die Linie eigentlich endet. Ja, und unter anderem haben wir uns noch ein bisschen genauer angeschaut, also nochmal das Ergebnis angeschaut von dem Verstärker der Linie 4, da da jetzt ja zur morgendlichen Verkehrsstunde dann zwei Busse gleichzeitig zur selben Zeit losfahren, also im Konvoi sozusagen. So, und dann weisen wir jetzt die nächsten Fahrer zu für den jetzt kommenden Tag. Ich meine, wir haben bei Gruppe 60 aufgehört. So, Fahrer 60 scheint irgendwie unterwegs zu sein. Dann machen wir bei 61 weiter. Und da setzen wir Fahrzeug 50 ein. Fahrer 62 geht auf die Linie 15. Nimmt dafür Fahrzeug 13 mit. Citybus Linie 1 kommt Fahrer 70. Bekommt ein Solo-Fahrzeug, und zwar Fahrzeug 4. Auf die Linie 6 kommt Fahrer 74 und nimmt dafür Fahrzeug 36 mit. Und dann haben wir jetzt gleich zwei Umläufe auf der Linie 109 und Linie 4. Einmal für Fahrer 77. Der nimmt, schauen, Fahrzeug 12 mit und Fahrer 114 Fahrzeug 16. So, Fahrer 14 auf Fahrzeug 16, dann haben wir noch mal einen Solobus auf der Linie 111 für Fahrer 101. So, Fahrer 101, der ist da. Da kommt dann Fahrzeug 19 auf die Strecke. Dann Fahrer 102 auf die 688. Ist der zweite O405G nicht da? Okay. Gut, dann nehmen wir dafür Fahrzeug 31. Auf die 15 kommt Fahrer 103. Und bekommt da oder nimmt dafür Fahrzeug 44 mit. Auf die 6 kommt dann Fahrer 7 und nimmt dafür dann Fahrzeug. Gut, sind alle. Der wäre da zu klein dafür. Gut, dann nehmen wir dafür Fahrzeug 23. Dann wieder zwei Umläufe auf der Linie 4 und 109, einmal für Fahrer 8, Fahrzeug 52 und Fahrer 9 bekommt Fahrzeug 41. So, auf die Linie 111 kommt Fahrer 16 und bekommt dafür Fahrzeug 30. Linie 688 kommt Fahrer 17. Fahrer 18 ist momentan nicht erreichbar oder jedenfalls nicht vorhanden. So, Fahrer 17 nimmt Fahrzeug 51 mit auf die 688. Hier nehmen wir dann mal einen unserer Reservefahrer. Fahrer 120 ist hier frei, gehört ja in die Reservegruppe. Und nimmt dafür Fahrzeug 6 mit. Auf die Linie 6 kommt Fahrer 25. Auch da und ist auch ausgeruht, bekommt dafür Fahrzeug 10. Dann wieder Linie 4, 109, zweimal. Einmal Fahrer 26, nimmt dafür Fahrzeug 22 mit und Fahrer 27 bekommt Fahrzeug 53. So, dann haben wir jetzt noch einen Umlauf, den wir jetzt noch zuteilen müssen, auf der Linie 111.
Und das bekommt dann Fahrer 30 mit Fahrzeug Nummer 55. Nochmal Linie 104 für Fahrer 47. Da kommt, wie gesagt, Fahrer 47 und nimmt Fahrzeug 25 mit. So, dann einmal hier wieder Gelände weiter ausbauen und weitere Stellplätze hinzufügen, damit wir dann auch weitere Fahrzeuge kaufen können, speziell natürlich auch Gelenkbusse. Würde ich zwar gerne kaufen, aber möchte ich eigentlich mal überlegen, sie vielleicht durch die O405G-Reihe vielleicht zu ersetzen. Gut, eine Nachricht von Fahrer 123. Meines Erachtens wäre eine Lohnerhöhung angebracht. Gut, dann kriegst du 50 Pfennig mehr. Bitteschön. So, dann kommt einmal wieder die eine Photovoltaikanlage. 600 Kilowattstunden können wir erzeugen. Das müssen wahrscheinlich noch weniger werden. Ne? Gut, Linie 4. Kommt Fahrer 48 drauf. Und nimmt dafür Fahrzeug Nummer 42 mit. Müssten wir noch irgendwelche Ersatzteile bestellen? Nee, nur einen Reifensatz, das ist alles. So, wieder alle vier wichtigen Linien sozusagen. Für Fahrer 49. Und der nimmt dafür Fahrzeug 14 mit. Wunderbar. Linie 6 und 688 für Fahrer 56. Fahrer 56 nimmt dafür Fahrzeug 39 mit. So, dann kommt auf die Citybus-Linie Fahrer 63 und bekommt auch wieder ein Solo-Fahrzeug, und zwar Fahrzeug 21. Auf die Linie 4 selber, nur für den Verstärkerverkehr, kommt Fahrer 64 und bekommt Fahrzeug 28 dafür. Und auf die Linie 109 und 15 kommt Fahrer 65, die dann dafür Fahrzeug 32 mitnehmen. Nochmal einen Solo-Einsatz auf der Linie 111 für Fahrer 71. Fahrer 71 nimmt Fahrzeug 17 mit. Schöner Zahlendreher mit drin. Und Fahrer 75 geht auf die 688 und nimmt dafür Fahrzeug 57 mit. So, Fahrer 58, Urlaubsantrag, ja, ist genehmigt. Fahrer 58, wann ist er denn zuständig? War der denn schon? Ja, der war in der Gruppe 1, keiner machen. Ich glaube nicht, dass er so schnell wieder zum Dienst erscheinen müsste. Zur Not kommt ein Ersatzfahrer zum Einsatz. So, Fahrer 80 auf die 15 und 109. Der nimmt Fahrzeug 33 mit und wieder Linie 4, 109 und 111. Kommt Fahrer 115 drauf und nimmt Fahrzeug 27 mit. Unter anderem hatte ich auch mir vielleicht überlegt, hier die Citybus-Linie ja mit E-Bussen auszustatten. Deswegen würde ich hier eine Ladesäule platzieren, 200 Kilowatt. Möglichst schnelles Aufladen von E-Bussen an der E-Haltestelle. Gut, dann kommt jetzt erstmal wieder Linie 104 und 109 für Fahrer 88. Er benötigt einen Citaro, Capacity, Entschuldigung, und zwar Fahrzeug 59, Linie 109.
kommt Fahrrad 93 drauf. Kriegt Fahrzeug 60 mit, nochmal Linie 111 und Linie 4 für Fahrer 94. Da nehmen wir Fahrzeug 56 und nochmal die Linie 4 für Fahrer 31, bekommt Fahrzeug 2. So, der erste Nachtbus ist wieder da. Gut, hier haben wir jetzt eine E-Haltestelle hinzugefügt. Müssen wir, glaube ich, nur noch darauf warten, bis der E-Bus, glaube ich, erforscht worden ist. Ne? Sind sie noch dabei oder erforscht sie gerade was anderes? Nein, das ist das erste Fahrzeug. Also sind die Forscher noch dabei, das Fahrzeug zu erforschen? Also dürfte vielleicht noch ein bisschen dauern, bis wir hier auf dem Citybus Linie 1 dann E-Busse einsetzen können. Worauf das Fahrt? Ach so, der wird dann auch da bald los. Okay. Dann könnte es vielleicht bald sein, dass wir vielleicht 3 oder 4 E-Busse vielleicht benötigen könnten. Sehr schön, haben wir hier 2 neue Capacities hier im Angebot. Einmal für 70.000. Bremsbeläge, Keilriemen, sonst alles im guten Zustand, aber keine sonstigen Erweiterungen. Das Fahrzeug haben wir bekommen. Dann gucken wir mal, ob wir das nächste Fahrzeug auch für 70.000 bekommen. Sauberkeit, Motoröl und Scheibenwischhaber hat eine Fahrgastautomationsanzeige und das Fahrzeug haben wir auch bekommen. Sehr schön. Das ist dann Fahrzeug 66. AB 066G. Gut, das Fahrzeug müssen wir dann einmal hier aufarbeiten. Keilriemen, Bremsbeläge erneuern. Und das ist dann Fahrzeug 67. 067G. Und auch hier einmal Scheibenwischer und Motoröl wechseln bzw. austauschen. Sehr schön, haben wir auch wieder einiges investiert. Investition, ja. Gestern einen Bus gekauft, vorgestern noch einen Bus gekauft. Aber auch wahrscheinlich einige wieder. Ja, da war ja auch noch der Verkauf noch mit drin. Ticketverkauf auch noch immer relativ sehr positiv. Sehr schön. So, dann könnte man sich auch bald überlegen, vielleicht noch eine weitere Buslinie noch mit hinzuzunehmen, die dann auch hier in Richtung Osten laufen wird. Aber erstmal die Linie 186 für Fahrrad 32, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Fahrrad 32 bekommt Fahrzeug 35 mit. Vielleicht die X-Buslinie, also Express-Buslinie, Line City 18E haben wir freigeschaltet. Schauen wir uns das Fahrzeug gleich einmal an. Vielleicht, vielleicht von U-Bahnhof oder S-Bahnhof Sternschanze. Ich weiß nur, dass der Bus irgendwie hier zur Messehalle fährt. Könnten wir theoretisch auch ein bisschen verlängern und dann auch mit uns in Richtung Osten begeben. Aber als erstes kommt erstmal die Linie 15 mit Fahrer 33. Da setzen wir dann Fahrzeug 64 drauf ein. Und auf die Citybuslinie 1 kommt Fahrer 34 mit Fahrzeug 62, Linie 6. Oh, die Kindertagesstätte oder der Ausflug ist auch mit drin. Wunderbar. Jetzt kommt auch erstmal Fahrer 35. Mit Fahrzeug 11, hier setzen wir einen Reservefahrer ein, und zwar Fahrer 39, der nimmt hier Fahrzeug 9 mit, Linie 4, Fahrer
36, Capacity Wagen 24, Linie 11, Fahrer 37, nehmen Fahrzeug 60 mit, Linie 688, wir fahren 38, ein bisschen gestresst, dann lassen wir ihn mal heute in Ruhe, nehmen wir da Fahrzeug 48 mit, wieder Linie 15, für Fahrer 40. Nimmt Fahrzeug 45 mit, wieder Linie 4. Jetzt sogar noch einmal separat. Nur Linie 4 für Fahrer 50. Fahrzeug ist schon weg. Okay, da nehmen wir dann Fahrzeug 47, Linie 109 und Linie 4. Wir fahren 51 und die nehmen Fahrzeug 26 mit und dann nochmal Linie 111. Wir fahren 52 und für nehmen Fahrzeug 7 mit. Gut, dann schauen wir uns mal diesen Citaro Galec, ach so, dieses hässliche Ding. Naja, okay, 120 Fahrgäste. Auch nicht besonders viel. Not würden wir dann eben halt hier den einsetzen in 7900 Electric für den Einsatz auf der Linie Citybus Linie 1. Gut, hier einmal tanken, innen sauber machen und hier selber und auch einmal von außen reinigen. Und dann kriegen so die ersten Busse so nach und nach die typische Hamburger Lackierung. Hier haben wir jetzt zwei Fahrzeuge, bei denen wir das einmal anwenden müssen. So, und dann kommt jetzt Fahrer 53, ist auch noch da, und bekommt Fahrzeug 40 auf die Linie 109 und 104. Da hätten wir jetzt schon mal einen 7900 und auch einen weiteren O405G. Gut, dann baue ich hier noch, noch ein paar weitere Stellplätze rein. Gut, dann nochmal zurück zu den gebrauchten Bussen. Mal schauen, ob wir das Fahrzeug für 70.000 bekommen oder 72.500. Gut, dann kommt jetzt erstmal der O405. Dem gebe ich die... Na, oder VH-Wagen. Ja, nehmen wir das. Nehme ich die Lackierung. So, zurück zum Handeln. 72.500. Wunderbar, das Fahrzeug haben wir bekommen. Und dann... das ist das falsche Fahrzeug. Das wollte ich ja haben. Reifen, Bremsbeläge, Licht und Sauberkeit. So, Akku ist noch in Ordnung. Gucken, ob wir das Fahrzeug für 40.000 bekommen. Lackierung jetzt für den O530. Ist darunter nichts mehr zu finden. Hochbahn. Gut, nehmen wir die Lackierung dafür. Dann nochmal einmal wieder zurück zum... Genau. 40.000 würde ich dafür ausgeben. Wunderbar, haben wir das Fahrzeug jetzt auch bekommen. Haben wir jetzt unseren ersten E-Bus. Scheiße. Die Teile müssen hier mal ausgetauscht werden. Und auch gereinigt und auch auf Vordermann gebracht werden. Na, wo ist denn das Fahrzeug? Mann. Gut, dann lassen wir sorgen wir dafür, dass das Fahrzeug da auch immer wieder hinkommt. Außenbereich, Straße.
eine Ladesäule für das Fahrzeug. Und damit wir auch Strom sparen können, auch gleich nochmal eine Solaranlage für das Ding mit oben drauf. Batterie wird geladen, wunderbar. Fahrzeug einmal in Schuss bringen und auch reinigen. Wie gesagt, das Fahrzeug werden wir erstmal nur testweise auf der CD-Buslinie 100, CD-Buslinie 1 einsetzen. Woanders kommt das Fahrzeug erstmal noch nicht auf Strecke. Gut, zurück zur Fahrerzuweisung auf für Fahrer 66, der auf die Linie 6 kommt und nimmt dafür Fahrzeug 28 mit. Und auf die Linie 4, 109, kommt Fahrer 67. Fahrer 67 nimmt Fahrzeug 2 mit. Gut, 688, Fahrer 68. Da nehmen wir dann eine Fahrzeugnummer 57 und auf die 15 kommt Fahrer 72, der ist hier und da kommt Fahrzeug 6 drauf. Mal sehen, ob das Fahrzeug da überhaupt ausreichend hat, die Kilometeranzahl. Die Buslinie 1 hier. Und das Fahrzeug ist groß genug. Also Kilometeranzahl. Gut. Fahrer 76. Fahrer 76 auf die Linie 6. Und dann nehmen wir Fahrzeug 36 für den Einsatz. Hier haben wir noch einen Bus, der die Hamburger Hochbahnlackierung bekommen muss. Und die Fahrzeuge kommen dann auch noch mit dazu. Haben wir dann wieder sehr viel Geld mit investiert. Mal schauen, ob wir... Ach, das Ding kann man nicht lackieren. Das ist gut zu wissen. Achso, nee, weil die Lackierung alle gerade belegt ist. Gut, gut. Noch nichts Besonderes. Die typische Hochbahnlackierung. Kann man die E-Busse echt nicht lackieren, das ist aber scheiße. Gut, das Fahrzeug kriegt die Hochbahnlackierung. So, Linie 109 und 104 kommt Fahrer 76, müsste jetzt dran sein. Ne, ist schon unterwegs. Dann kommt Fahrer 85 und der kommt auf die Linie 104, 109 und da setzen wir Fahrzeug 22 ein. Gut, jetzt können wir das Fahrzeug lackieren. Gut, müssen wir auch gleich noch die Fahrzeuge dementsprechend ihre Nummern noch zuweisen. Hochbahnlackierung. Wie viele jetzt haben wir? Gut, das Fahrzeug bekommt die Nummer. Na komm. HB 068. Und zwar als 068E. Damit wir es auch wissen, dass es ein E-Bus ist. Kommt auch noch die passende Nummer, Kennzeichen bzw. Fahrzeugnummer hin. 069G. Gut, Citybus Linie 1 und 109. Wenn wir sowas haben, setzen wir da keinen E-Bus ein. Nur wenn das die Linie direkt selber einzeln ist, dann würden wir den da auf die Linie einsetzen. So, Fahrer 116 ist dann jetzt einmal dran. Auf, wie gesagt, 109 und Citybus Linie 1, da setzen wir Fahrzeug 30 ein und auf die Linie 11 kommt Fahrzeug 133 zum Einsatz oder Fahrer 133.
Fahrer 133 haben wir hier und nimmt Fahrzeug 4 mit. Sehr schön. Und Fahrer 11. Hier einmal wieder die Hochbahnlackierung und zurück zu Fahrer 100, Fahrer 11. Deutlich besser bezahlt. Gut, dann kriegst du 90 Cent mehr. Wunderbar. So, Linie 4 für Fahrer 84 und 109. Da setzen wir dann Fahrzeug 53 ein. Und jetzt kommt noch mal der O405G noch mit rein in die Lackierhalle. Und da gebe ich in die Schweinske-Lackierung. So, Citybus Linie 1, 688 für Fahrer 83. Fahrer 83, da können wir auch einen Solobus einsetzen, und zwar Fahrzeug 37. Und Linie 109, da kommt dann Fahrer 100 drauf. Fahrer 100 und nimmt Fahrzeug 50 mit. So, Linie 111 für Fahrer 99 bekommt Fahrzeug 13 und auf die 688 kommt Fahrer 92. 92 und nimmt Fahrzeug 69 mit. So, dann einmal Linie 15 und die Nachtbuslinie 2 für Fahrer 87. Fahrer 87 nimmt Fahrzeug 9 mit. Jetzt haben wir hier den E-Bus. Mal sehen, ob wir da irgendwas finden. Was selber habe ich da noch nicht entworfen. Ja, doch, da habe ich schon was runtergeladen. Aber nur die Hochbahn. Die VHH ist nicht mit vertreten. Oder habe ich den vielleicht übersehen, gerade in der Schnelle? Ist damit nicht vertreten. Gut. Dann kriegt er, wie gesagt, die Hochbahnlackierung. Oh, hier ist sogar die Fahrzeugnummer, Kennzeichen. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Also von der grafischen Gestaltung her. Jetzt kommt aber erstmal Fahrer 87 auf die Linie 4. Also 87 ist ja schon unterwegs, 86. Linie 4, und da setzen wir Fahrzeug 41 ein. Dass die Fahrzeuge alle separate Kennzeichen bekommen, ne? Oh Mann. Aber die Fahrzeugnummer ist, glaube ich, nirgendwo angegeben, ne? Doch, hier hinten. An einigen ist sie hinten zu erkennen, bei anderen leider nicht. Gut, hat das Ding, ja, hätte eine Fahrzeugnummer, aber wird nicht angegeben. Gut, okay. Dann kommt jetzt noch mal einmal hier die Kindertagesstätte zum Einsatz. Mit einem unserer Ausbildungsfahrer oder Reservefahrer, besser gesagt. Fahrer 21 und nimmt dafür Fahrzeug 44 mit. Auf die Linie 4, 688, kommt Fahrer 111. 112 ist dran, Entschuldigung. Und nimmt dafür Fahrzeug, schauen, 16 mit.
tatsächlich 100%ig aufgeladen. Also wäre, könnten wir ihn dann bald auf die Citybus Linie 1 dann auch bald einsetzen. Also auf Linie Fahrer 111 ist dann jetzt dran, auf der 109 und Linie 6. Und da kommt, nehmen wir dann Fahrzeug 66. 6% Umweltbonus, naja, okay, bla bla. Fahrer 110 auf der 111. Und hier nimmt Fahrzeug 39 mit. 688 und nach Buslinie 1 kommt Fahrer 109 und nimmt Fahrzeug 31 mit und auf die 15 kommt Fahrer 98 drauf und nimmt hier Fahrzeug 5 mit. Gut. So, dann warten wir noch den Rest des Tages ab, was wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird. Fahrer 97 auf die Linie 4 und da setzen wir dann Fahrzeug 25 ein. Und den Nachtbus wieder für Fahrer 91 haben wir hier und die nehmen dann hier Fahrzeug 32 mit und Nachtbuslinie 2 und 15 für Fahrer 90. Haben wir noch ein MAN da? Ne, haben wir nicht. Gut, dann kommt Fahrzeug 23 zum Einsatz. Sehr schön. Damit haben wir jetzt schon 763 Kilo pro Stunde, die wir täglich selber produzieren können. Sehr gut. Dürften wahrscheinlich auch die Kosten relativ sehr schnell mit runtergehen. So, Linie 4 für Fahrer 81. Fahrzeug 52. Setzen wir dann dort ein. So, Linie 111 und 109 für Fahrer 8. Fahrer 108. Brauchen wir nur noch einen Solobus. Fahrzeug 63 nehmen wir dann dafür. Stadtwerke. Ja, prima. Ganz toll. Naja, besser als... Achso. Kita-Graf Johann Weg Auftrag oder wunderbar. Gut, dann kommt jetzt die Nachtbuslinie 1 für Fahrer 107. Nimmt Fahrzeug 61 mit, Linie 6 bekommt Fahrer 106. Fahrer 106 nimmt Fahrzeug 17 mit. Was sie dann jetzt dafür bekommen können, ist auch
nicht geklärt eigentlich, ne? Naja, aber besser als nichts. Deswegen sind manchmal ja auch Verbrennungsfahrzeuge auch nicht so schlecht. Da fällt mir übrigens was ein, was ich vielleicht umsetzen kann. Schicken wir das Fahrzeug, oder nee, falsches Fahrzeug, war egal. Können wir auf einigen draufsetzen, die könnte ich jetzt ja auch noch mit draufsetzen. Noch einen kleinen... Aufkleber. Ach, wie war das jetzt nochmal? Draufpacken, ne? Scheiße. Egal. Egal. Halb so schlimm. Achso, Strom läuft schon wieder, ne? Gut, okay. Nachtbuslinie 2 für Fahrer 105. Und die Linien Nachtbuslinie 1 kommt auch gleich dran. Erstmal die 2. Fahrzeug 55. Und auf die 1 kommt Fahrer 96 und nimmt Fahrzeug 62 mit. Sehr schön. Sehr schön. Reichweite 200 Kilometer, okay. Kann man vielleicht die kann man theoretisch auch erhöhen, okay. Alles klar. Gut, davon gut zu wissen. Ist gerade wieder reingekommen und wird von innen einmal gereinigt. Wunderbar. So, damit ist dann der Donnerstag dann auch gleich zu Ende. Weitere Umläufe kommen ja dann erstmal nicht mehr rein. Doch noch einer für den Nachtbus, Linie 2 und Nachtbus 1. So, Fahrer 95 kommt auf die 2. Im Fahrzeug 64 mit und auf die 1, also Nachtbus 1, kommt Fahrer 89. 89 nimmt Fahrzeug 19 mit. So, da kümmern wir uns noch mal kurz um die Linie 5. Am Samstag verkehrt sie ja jede halbe Stunde. Ab 3.30 Uhr und fährt bis 21.30 Uhr. Sonntag, jetzt kommt der Samstag. Da würde ich sie auch jede halbe Stunde fahren lassen. Vielleicht auch mit dem selben Fahrplan. Gut, nehmen wir das Ganze so auf. Und aktivieren dann die Linie am folgenden Montag. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn und tschüss.